Heute nicht nur alleine unterwegs, sondern mit MC. Moin! Alles gut, ja. Da vorne ist genug Platz. Wir suchen jetzt zusammen hier einmal kurz in Eggenförde am Strand. Wollen wir jetzt natürlich ausprobieren. Genau. Alles klar, auf geht's. Ja? Ja. Das wird ein großes Ei. Ja. Guck mal. Auch wir versuchen es mal. So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gehen heute wieder sondeln, wir gehen auf die Schatzsuche. Ich habe heute einen Special Guest mit dabei. Ich warte jetzt hier noch ganz kurz auf diesen hier Parkplatz direkt hier in Eckernförde am Strand auf ihn. Und dann geht es gleich los. Seid auf jeden Fall gespannt. Heute geht es auf jeden Fall rund. Drückt uns die Daumen. Wetter ist natürlich optimal, mega gut. Natürlich dann auch viel Publikumsverkehr. Mal schauen, ob dann irgendwie die einen oder anderen Leute mal kommen und ein bisschen fragen. Ich bin sehr optimistisch. Dann werde ich auch schauen, dass ich natürlich dann auch viel Videomaterial zusammenbekomme. Das bedeutet, ich werde mehrere Videos von diesem einen Tag hier auf jeden Fall online stellen. Also seid auf jeden Fall gespannt. Bleibt auf jeden Fall dabei. Abonniert auf jeden Fall, denn ich habe noch ein kleines Gewinnspiel für euch geplant. Und dazu auf jeden Fall demnächst mehr. Also, los geht's. Heute nicht nur alleine unterwegs, sondern mit MC. Da cruist er an, der Liebe. Moin! Moin. Alles gut, ja. Da vorne ist genug Platz. Ich bin schon einmal vorbeigeeilt. Ja, okay. So, alles klar. So, rüdeln wir mal alles auf. Hab viel Spaß heute hier beim Zuschauen hier in Eckernförde. Schön am Strand sondeln. Wie gesagt, das werden auf jeden Fall mehrere Teile, das verspreche ich euch. Vielleicht schaffen wir es auch noch mit Magnetangeln, Magnetfischen. Müssen wir mal schauen. Ja, aber ansonsten wäre das top. Also, alles chico. So, bis gleich. Jetzt hat schon was hier. Alles klar. Du hast auch ein Dings, ne? So Leute, wir sind jetzt hier schön am Strand. Ich habe ja gerade eben schon Bescheid gesagt, dass der gute MC mit dabei ist. Hier. Da ist er auch schon. Der Mann mit der Hake. So, und wir werden jetzt hier erstmal schauen, dass wir hier schön am Rand lang gehen, hier schön am Wasser. Mal gucken, ob wir was Schönes finden. Wir werden es sehen. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. Und wir wollen ja nicht so viel Zeit verschwenden, ne? Wetter ist top, also ab geht die Post. Jason hat schon was gefunden. Wir suchen jetzt zusammen hier einmal kurz in Eggenförde am Strand. Ja. Und ich werde heute, wie man sieht, mit den Vanquish 340 laufen mit dem Minelab. Mein Besuch ist heute mit den Equinox unterwegs. Wir gucken einfach mal, was kommt. So, alles klar. Schauen wir mal. Na? Da ist er. Auch wieder ein Nagel. Also an Fundstücken ist das nicht so ein guter Abschnitt. Ich versuche den hier nochmal. Kleines Silber. War da gut eigentlich detektiert, muss ich sagen. Ist in Ordnung. Ich gehe mal in den Bereich da hinten. Das macht ja gerade gar keinen Sinn. Ich gehe mal da hinten hin. So ein bisschen für bessere Funde hoffentlich. So Leute, ab geht die Post. Neuer Abschnitt. Mal schauen. War da geil das? Also viel Steine hier, ne? Nimmt die ganze Steine alle mit. Ja. Wenn wir hier weg sind, ist der Strand leer. Ja. Mach mal Pinpoint. Genau. Ja? Ja. Genau. Das Ding ist auch, das ist wirklich also ein nicht so angenehmer Abschnitt. Normalerweise haben wir ja hier hinten richtig alles schöner, feiner Sandstrand, ne? Ja. Aber da sind ja so viele Leute. Ja, das ist kacke, ne? Ja. Probier mal. Und dann könnte man halt, wie gesagt, mit der Pinpoint-Funktion das noch ein bisschen easier machen. Gib mal die Emily. Warte mal. Ich schnapp die mir mal. Guck mal. Da. Da ist er. Guck mal. Da. Komm, ist draußen? Ja. Zack, 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 zack. Da. Ne, will er das hier haben? Ja, tatsächlich. Oh Gott, oh Gott. Das ist Aluminium. Na komm, pack die Emily ein. Na, dann geht's. Das ist auch lustig, ne? Emily, genau. Haben wir immer vergessen zu sagen. Ja? Kleben wir uns da drauf. Das ist Pinpoint-Funktion. Das hier. Du hältst nur gedrückt. Ja, ja, ja. Und jetzt kommt die Pinpoint-Funktion. Ja. Ganz easy Ding. Du hältst nur gedrückt. Also sprich,
Muss man vorstellen, das ist unter der Erde. Ja, ja. Denkst du, oh krass, was ist das denn? Ja. Festhalten, gedrückt halten. So, und das war's. Das ist so einfach. Also, liebe Zuschauer, habt auch mal ein bisschen Verständnis für den guten MC, das muss man auch mal sagen. Genau. Er hat eine neue Uhr. Richtig, man fängt immer langsam an. Pinpointen. Alles klar. So, dein der Gerät, bitteschön. So, nächste. Mal gucken. Im Klumpen? Oh ne. Guck mal hier. Kannst du das erkennen? 5 Pfennig. D-Mark-Zeiten. Okidoki. Gut, weiter. Soll das nächste sein? Guck mal. Oh ja. Guck mal, erste Münze. 5 Cent. Das ist auch mal schön. Gut. Auf jeden Fall schon mal Cash für die Tash. So. Heute mit MC unterwegs, Leute. Schöne entspannte Runde. Und ein paar Pfunde für so zwischendurch. Ist auch mal gar nicht so schlecht. So, 5 Cent, alles klar, weiter geht's. Da, hier soll er sein. Tja, schönen Nagel, super. Guck mal hier, nix. Okay, bis zum nächsten. Genau. Und guck mal, Jason, das ist auch so ein Ding, sag ich mal, so ein Fehler, den man macht. Du guckst so, pass mal auf, ganz, schwenk mal. Genau, und wenn du jetzt in Bewegung, lauf mal. Genau, und jetzt zack. Guck mal, hier an der Seite gehst du manchmal so ein bisschen hoch. So ein ganz kleines bisschen, ist ja nicht schlimm. Du guckst einfach, dass das Ding, pass mal auf, dass der so ist, so, und dass du im Endeffekt immer so gehen musst. Du musst ihn immer schön waagerecht halten, weil wenn du ihn, und du verlierst ja auch Tiefe. Wenn du es im Endeffekt so, dann passt das. Wenn du Steine hast, natürlich doof wegen der Spule, aber immer schön so gehen, immer schön. Und irgendwann hast du so den Dreh raus. Genau, 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 so ist gut, genau, perfekt, genau so. Und dann schön langsam, siehst, zack, bingo. Alles klar, auf geht's, gönn ihn dir. Ja, genau. Weil sonst verlierst du ja Tiefe, da war er schon. Läuft da links, ja. Da ist ihn. Guck. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn du so richtig im Gelände unterwegs bist, dann ist das enorm wichtig. Enorm wichtig. So, Leute. Weiter. So, guck mal. Das war mein letzter Punkt hier. Goldanhänger. Gewölbe. Das Ding hier. Schön Hagen am Strand. Ach, der? Ja. Der ist schön. Da wollte ich Feierabend machen. Mein Kollegen, ja, ich sag, einmal piept das noch, warte mal. Ja. Komm. Oh, was ist das? Ein Deckel. Ja, das. Hier waren schon so viele Sonnen. Ja, hier ist auch. Ja, das macht ja auch nicht so viel Sinn. Aber wenn, dann musst du da hinten gehen. Wenn nach der Saison. Dann kannst, aber da sind so viele. Deswegen, also ich gehe. Deswegen gehe ich viel, viel, viel lieber auf meinen Umschlagplatz da, weißt du? Ja. So. Ah, das ist es. Merkst du das? Ja, nee. Ich weiß auch, warum das Problem war. Ja? Das kann man auch alles ausschalten. Das liegt daran, dass ich den Pinpointer angemacht habe, ja, und der kriegt dann Störsignale dadurch. Ach, okay, alles klar. Das ist das, ja, Ding. So, Zim hat es rausgefunden. Und zwar durch den Pinpointer von Zim hat unser Metalldetektor eben gerade Störgeräusche gehabt. Deswegen hat er so komisch mimimimi und also ist alles klar, hat er überlebt. Genau, richtig. Oder ob ich schon einen Aushub habe. Ja. Genau, im Endeffekt können wir jetzt einfach auch mit deinem Pinpointer da ran und dann Luki Luki machen. Den Kram in Aktion sehen hier. Macht den Pinpointer das eigentlich, wenn er damit gebuddelt? Das ist noch okay, so wie es jetzt aussieht. Ja. So, manche sind ja so, die stochern richtig damit rum, aber ganz extrem. Ne? Das auf Dauer natürlich jetzt nicht so das Beste. Ne? Warum haben wir denn nur eine Schippe mit? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das geht nicht, das ist scheiße. Ja, sonst wissen wir den hier. Grabungsmesser. Grabungsmesser? Ja. Also auch mal schön, jetzt mal zu sehen, wie das hier abläuft, ne? Hammer Typ, ey. So, jetzt gehen wir kurz mit der Gerät weg. Ich guck mal kurz. So, wir schmeißen mal an. Zim hat's gefunden. Gib mal die Hacke her. So, hier soll er sein. Da soll er sein. Warte mal. Deswegen immer so einen leichten Aushub. Ja. Aber das wird halt einfach ein großes Eisenteil sein. Deswegen, hier ist auch das Wasser schon so. Ja, scheiße, sobald Wasser reinläuft, kannst du vergessen. Ne? Buddelst dich tot, ne? Ja, mach mal wieder. Ja, genau. Sauber.
Guck, der ist immer noch da. Das ist nix, ne? Ja. Das wird ein großes Ei. Ja. Guck mal. Aber wir versuchen es mal. Warte mal, guck mal. Ich versuch's noch mal. Aber ich sag... Ja, das sagt immer nach, ne? Ja. Das sagt immer nach und durch die Steine da drin, ne? Kriegen wir den Scheiß irgendwie nicht raus. So, jetzt kommt Tim, der Grabinator. Ja, unser Grabinator haben wir zu Hause gelassen. Ja. Hätte nicht ins Auto gepasst, Auto war proppenvoll. Ja. Guck mal, das siehst du von hier. Ja. Bis da. Also, das, also ja. Da können wir jetzt hier ganz viel Zeit verschwenden. Stundenlang buddeln und passiert ja nichts. Das, okay. Ich würde sagen, wir lassen davon ab. Alles klar. Auch wenn es schön wäre, wenn wir die Umwelt damit ein bisschen säubern könnten. Ja. Aber das macht keinen Sinn. So Leute, es geht weiter. Wie gesagt, heute ist schön mit MC am Start. MC Zim. Lass mal gucken, ob wir hier noch irgendwas Schönes finden. So, gucken wir mal. Da soll er sein, Leute. Ich guck mal kurz. Oh. Da. Hab's in der Hand. Oh. Das wundert mich ja mal gar nicht, wa? Guck mal hier. Mann, Mann, Mann. So, Freunde, alles klar. Heute natürlich jetzt nicht so viel ja, tolle Sachen und krasse Sachen gefunden, aber wir haben schon mal das erste gemeinsame Video heute drehen können. Das ist natürlich auch super. Wie gesagt, MC und Jason sind mit dabei. Hier in Eckernförde bei richtig, richtig geilem Wetter. Jetzt geht es auch direkt weiter bei uns mit Magnetangeln. Das wollen wir jetzt natürlich ausprobieren. Genau. Das wird natürlich super. Und ja, jetzt müssen wir erstmal schauen, ob wir eine tolle Brücke finden, weil ich habe davon gar keine Ahnung. Aber deswegen ist MC jetzt extra hier hochgekommen, 3 Stunden Fahrt auf sich genommen. Zim hat mir den Detektor erklärt, jetzt kann ich auch Pinpointer mit dem Ding. So sieht's und aus. Ich werde Zim jetzt ein bisschen Magnetfischen zeigen. Mal gucken, wie und was wir heute Abend noch, im Laufe des Tages noch rausholen. So sieht's aus. Also Leute, gerne ein Abo da lassen, kommentieren natürlich gerne und wenn ihr sagt, von wegen wir sollen öfters los, natürlich auch die Kommentare nutzen. Also ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Video. We'll be right back.